Soll ich Ihnen eine lustige Geschichte erzählen? Ja, sag mal die Art. Was? Also, sehen Sie, dieser Mann dort dachte sich, er könnte hoch hinauf und ist aber dann durch seine Fettleibigkeit durch die Stufe gefallen. Welch Trottel. Sie wissen ja, diese Treppen sind nicht unbedingt stabil, sie können keine 250 Tonnen aushalten. Nein! Nicke nochmal. Man sollte ihn an in Afrika schicken. Oder nach Indien. Da haben sie recht. Aber in Indien gibt es doch viel gutes Essen. Jetzt drin mal viel Curry und Reis. Ja, auch. Also für die Kinder. Kannibalismus, das ist doch nichts Gutes, oder? Nein, nein, sie verstehen etwas falsch. Er ist kein normaler Mensch, er ist ein Elefant eingetarnter. Also stimmt, haben sie ja vorhin erklärt. Der Typ ist voll cool drauf, was? Es hat mit ihm zu tun. Ach je. Es ist mehr oder weniger eine Erklärung. Enden und dann sie nach Kavala gehen und dann... Oh, ja. Sehen Sie, ich hab gesagt, es ist ein Elefant. Ja, ich höre es, wie er trötet. Okay, lass mal machen. Also was, speichern und ausladen oder was? Ja. Ja, wir müssen uns erst verabschieden, oder? Oder wollen wir einfach weggehen? Lass einfach weggehen. Warte mal! Warte mal, ich probier mal. Alter, das ist dumm. Ja. Was ist denn hier los? Weiß ich das Szenario, lassen Sie ein bisschen von jemand anderem erklären. Haben Sie Ihre Kleidung vergessen? Ich kann nochmal 1000 geben. So, Achtung, bist du aus dem Weg? Ja, ich glaub schon. Was hast du für einen gekauft? Welche Farbe? Ich hab den schwarzen genommen, weil der mit der Tarnung einfach abnormal hässlich war. Oh. Ich hab den Tarnung gekauft. Halt, den vorher muss ich noch 10.000 geben. Die Karre fliegt in die Luft. Das hab ich noch gar nicht bedacht. Das ist doch ganz schön scheiße. Wenn die Karre brennt, kann man die dann mit einem Toolkit reparieren? Wenn du dich beeilst. Ich glaube schon. Also das Toolkit macht dein Auto ja praktisch wieder komplett neu. Ja. Achtung, geht's schon? Nicht jeder sehen, dass wir jetzt Heizöl verkaufen. Oh Gott. Ich bin auf 10.000. Die Karre blinkt in die Luft. Irgendwas rot, Luke? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Ach, ich würde es gerne umdrehen. Fahr mal dein Ding ein bisschen weg, dann kann ich es umdrehen. Moment. Mein Internet ist immer kurz weg nachts. Da quietschen die Reifen bis zum geht nicht mehr. Lol, Mann, der ist umgefallen. Lol. Wo? Achtung, ich muss das schnell reparieren. Ah! Da weg, fahr nicht rein, komm! Fahr nicht rein! Es explodiert, das ist ein schlechter Witz. Der ist einfach explodiert! Nein! Scheiße, ich hab's nicht auf dem Clip. Luca, bist du reingefahren? Nee. A few moments later. So, da kommen Rebellen entgegen, Dennis. Nein, oder? Achtung! Bin ich verarbeitet mit der Marihuana mit dem Zwang? Nein! Mein Ding ist rot gewesen. Es ist explodiert. Was ist los bei euch, Leute? Ich bin tot. Das ist ein schlechter Witz, das zweite Mal heute! Hallo, guten Tag. Leute, what the fuck, was geht bei euch ab? Mein Auto ist schon wieder explodiert. Jetzt auch noch mein zweitgrößtes Auto. Und das Traurige ist, guck mal, den Zamak ohne Plan habe ich vorhin verkauft, gell? Habe ich heute gute Laune? Ja, oder? Nein! Du musst ja drücken, also du musst ja drücken. Ich hab gewonnen! Ja! Lol, ich hab 1 Million bekommen. Jetzt warte. Ich hab eine Zahl gezogen, was? 197. Die große Zahl. Nein, die Antwort ist falsch! Nein! Was?
Die war bei mir bei der großen Zahl richtig. Oh, Scheiße. Nimm's auf. Luca, ich werde 10.000, dass er stirbt. Habe ich heute gute Laune? Oh nein. Tja, die 50-50 Frage, Leder. Hast du angekreuzt? Ich? Ja. Also bei mir steht auf dem Zettel ja, schrägstrich nein, ungewiss. Da kann ich leider nicht so gut weiterhören. Was hast du gedrückt, Leders? Ich hab ja gedrückt. Ja, das hat aber keine gute Laune. Nein! Habe ich heute gute Laune? Oh nein. Dumme Frage. Laune. Ja. Warm, Alter. Oh nein. Tschüssi. Oh Scheiße. 1 Million, Alter. Wer ist eigentlich dieser Phoenix? Oh, das war schon mal dran. Oh, ich bin von deinem Tipp. Scheiße. Alter. Was hast du angetan? Was hast du? Projektleiter, aber eigentlich war das richtig. Also bei mir gibt's jetzt Essen auch. Ich hab 2 Millionen verzockt. Jetzt bin ich gleich bei der fetten Kurve da. Ja! Ihr habt 20.000 gewonnen. Und wie viel verloren? 20.000. Du spielst nicht mit meinem Geld. Doch,